Servus und hallo, die Anja von die Frau am Grill. Habt ihr euch auch schon gedacht, die könnt doch einmal wieder wursten, die Anja? Ja, richtig, machen wir. Heute gibt's Dönerbratwurst. Viel Spaß. Wie viele Wurstkreationen ich hier schon habe. Die Fischbratwurst, die Cowboybratwurst. Was haben wir noch, Kameramann? Merguez. Chorizo, Chorizo. Rehbratwurst, Rehbratwurst. Bam, bam. Schaut euch die Fränkische. fränkische Braut. Wir haben schon sehr viel gewurstet und ich hab mir wieder was einfallen lassen. Ich habe eine neue Kreation und zwar habe mich vom Achterhof drauf gebracht. Und zwar gibt es da nicht nur Gewürze, sondern auch Kräuter, Tees, Kaffees und so weiter. Schaut euch da mal um. Ich verlinke euch vom Achterhof unterhalb des Videos in der Infobox. Und die haben mir ein Gewürzeset geschickt, ein Probierpaket sozusagen. Und Da werde ich mich durchprobieren durch die ganzen hier. nö, da wirst du dich weniger durchprobieren, da werden sich die lieben Zuschauer bzw. einer von den lieben Zuschauern durchprobieren können, weil das wird nämlich auf Instagram verlost. Ich verlinke euch den Link auch mal unterhalb des Videos in der Infobox. Seid auf jeden Fall dabei und verpasst das Gewinnspiel nicht. Ja, und wer sagt, oh, oder wer nicht gewinnt, der schaut sich hier beim Achterhof um. Verlinke ich euch auch und dann könnt ihr das auch bestellen unter anderem. Ja, genau, also und ein Paket durfte ich falten. Ich habe dieses Dönergewürz entdeckt und habe mir gedacht, Dönerbratwurst. Machen wir mal wieder eine Bratwurst im Döner mit Dönergeschmack. Ja, das bietet sich ja wirklich an. Super Sache. So, und jetzt seht ihr hier, ja bitte Kameramann. Aber wenn du Dönerbratwurst machst, der Döner ist ja normal aus Putenfleisch oder Rindfleisch oder Lammfleisch. Und ich sehe hier exklusiv ausnahmslos Schweinefleisch. Was ist Das los? wurde natürlich auch hier drin, da wurde herum überlegt, aber da wir ja Schweinefleisch essen, ja, ist es vollkommen in Ordnung, wenn man einfach dem Fleisch diesen Geschmack einfach verpasst, in die Bratwurst steckt. Und das passt halt einfach wunderbar, das Schweinefleisch, weil eben hier im Schweinebauch dieser Fettanteil dabei ist. Das, ja, wird jetzt mit Rind ein bisschen schwierig. Was gibt man sonst noch dazu? Lamm habe ich mir überlegt, wo kommt das Fett her? Extra Rinderfett kaufen. Es ist schwierig. Es soll ja auch was für euch, liebe Zuschauer, sein, das ihr leicht umsetzen könnt. Ja? Und jeder, der Schweinefleisch isst, der kann es daraus machen. Aber wer es nicht isst, ja, der kann natürlich das auch probieren mit Lamm. Mit Rind, mit Kalbfleisch dann dementsprechend zu experimentieren oder die Wurst wird halt dann nicht so fett. Ja, also perfekt. 30 Gramm Gewürzmischung. Ja, gut, war mein. So, 30 Gramm Gewürzmischung brauchen wir auf 1 Kilo Fleisch und das Fleisch besteht wie gesagt aus dem Schweinenacken, den ihr hier seht, und aus Bauchspeck. Die Schwarte schneide ich übrigens weg. Das werden wir jetzt gleich einmal machen. Und wie gesagt, das soll schon etwas Fett auch in der Bratwurst sein, weil sonst wird das eine eher langweilige Angelegenheit. Ich werde das Fleisch jetzt eh gleich in Stücke schneiden und vorher schneide ich die Schwarte weg. Genau, und ihr schneidet das Fleisch dann einfach in wolfgerechte Stücke. Sozusagen. Endlich wieder scharfe Messer hier. Weil wer das Video, was waren das? Unser Schaschlik, unser Schweinebauch-Schaschlik, da hatte ich mit sehr stumpfen Messern zu kämpfen. Wer sich das geben möchte, der kann ja noch nachträglich das Video dazu anschauen. Verlinke ich euch rechts oben nebenbei. Entsteht natürlich ein gutes Schaschlik-Rezept und auch den Schweinenacken. Den schneide ich noch klein, damit alles einfach gut in den Fleischwolf passt. So, und da liegt es. Da ist das Fleisch in der Schüssel. Wir würzen. Vor dem Wolfen hat sich bewährt, weil sonst wird das Ganze sehr matschig. Ja. Weiß ich jetzt schon aus Erfahrung, Ehering weg und ordentlich durchkneten. Zeit für den Fleischwolf. Ich habe mich für die mittlere Lochstärke entschieden. Ja, die größere und kleinere, die bleibt heute weg. Das kann natürlich jeder nach Gusto machen, wie er möchte. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen Fleisch drauf. Achtung, es wird laut. Und nach dem Wolfen heißt es kneten ordentlich, fest.
für die gute Bindung ganz, ganz wichtig. Und es duftet nach Döner. Lecker. So, und hier seht ihr den Wurstbefüller. Das ist ein Modell von vielen, welchen ihr da letztendlich zum selber Wursten verwendet. Bleibt euch überlassen. Und jetzt fülle ich das Brät hier hinein. Sieht man schön rein, Kameramann? Gell? Und das schön andrücken, damit keine Luft drin ist. So. Gut. Wobei da auch ein Ventil dabei ist, wenn man das runter... Da ist ein Ventil, bei dem Modell ist ein Ventil dabei, aber trotzdem ist schon mal gut, wenn man die ganze Luft rausdrückt. Und bevor jetzt das Wurstbrett in den Darm kommt, letztendlich zur Wurst, zur Dönerwurst wird, braucht man einen Darm. Und den habe ich von hausschlachtebedarf.de, verlinke ich euch unterhalb des Videos in der Infobox, kann man ganz einfach easy bestellen. Und den muss man natürlich vorher, bevor man ihn verwendet, ein bisschen einweichen. Das geschieht hier gerade oder geschah schon die ganze Zeit, also sollte man schon so ein Stündel machen, weil der liegt in Salzlake ein. Und dann sucht man sich den Anfang. So, die Oberfläche hier, die macht man nass, damit die Wurst dann schön gleitet, wenn sie produziert wurde und hier runter rutscht, das seht ihr gleich. Und diese schlauen Leute, die machen hier so Ringe dran, dass man den Anfang vom Darm findet, von der Darmschlinge. Gell? Der wird auch befeuchtet. Jetzt schaut's her, jetzt nehmen wir uns da eins. Das ist übrigens Kaliber 2022. Ah, manche lassen auch unbedingt, schaut's her, da werde ich wieder geschimpft von meinen Profi-Wurst-Zuschauern, die das schon oft gemacht haben. Man muss ein bisschen Wurst in den Darm reinlassen. Wir haben ja auch Metzger. Ein bisschen Luft in den Darm, nicht Wurst in den Darm. Ein bisschen, nö, aber Luft auch nicht, ein bisschen Wasser in den Darm. Genau. Und dann flutscht der da leichter drauf, schaut, dann zieht er den so auf den Befüllstutzen drauf. So, schön viel Darm aufziehen, so viel drauf geht auf den Befüllstutzen, dann kann man dann schön arbeiten, schöne viel Würste raushauen. Und dieses Einlegen ins Wasser hilft übrigens, dass der Darm schön geschmeidig wird, ja, und dass das Salz, in dem er eingelegt ist, ein bisschen abgespült wird. Ja, ich würde sagen, das läuft, das flutscht, das rutscht. Ich lasse jetzt einmal... Ich bin auf der falschen Übersetzung. Moment. Es hilft auch, das habe ich jetzt ganz vergessen zu machen, es ging aber ganz gut, das Brät schon ein bisschen durch den Befüllstutzen kommen zu lassen. Da muss man jetzt erst einmal die Luft rausbringen. Genau, dann kommt das Brät schon bald. Moment. Schaut her. Und wenn das ein bisschen rausspitzt, dann lässt sich auch der Darm schöner aufspannen noch. Ja. Das ist noch so ein Trick. Und jetzt mache ich hier einen Knoten hinein. So. Gut, wunderbar. Hier ein bisschen anlockern. Und dann, Achtung, ich würde sagen, jetzt geht's los. Es wird gewurstet. Nicht zu streng und nicht zu locker. Das ist aber aufgerissen. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Manche, die schneiden das sogar bloß ab. Ja, vorn, und der Darm, der schmiegt sich so ans Brät und das hält dann auch schön zusammen. Ja, da haben wir schöne Fettanteile, schaut her, und nicht. Man muss ein bisschen einen Dreh dafür bekommen. Ich komme da schon wieder rein. Das ist immer so, ich müsste eigentlich jeden Tag was machen, dann wäre ich da schon ein super Profi. So, jetzt passt es auf, schaut her. So, jetzt sogar ein bisschen wieder nach. Da braucht es ein bisschen mehr. Was rutscht denn der heute? Halt, kippt noch heute halt mein Wurstbefüller rum. So.
Kameramann, hältst du das gut fest? Ja. Wenn es gerade gut funktioniert. Gell? Schaut mal her, ich habe jetzt schon welche abgedreht. Hier seht ihr ein paar Lufteinschlüsse, die könnte man jetzt noch mit dem Zahnstocher rausstechen. Ja? Und hier seht ihr mal, Moment, das stört mich gleich. Oh, in meiner Abdrehfreiheit. Gell? Einfach hier ja, die auf Größe bringen, da ein bisschen reingehen mit Daumen und Zeigefinger und dann das Wurstbrett oder den Darm einfach abdrehen, gell, wie man so schön sagt. Und das mache ich jetzt und dann schauen wir uns die fertigen Würste an. Und ich schaue es mir natürlich auch noch mit dem Mund an. Wir werden sie grillen, oder Kameramann, hast du Bock? Auf alle Fälle. Ja, oder? Ich habe da mal was vorbereitet und es duftet jetzt noch intensiver nach Dönerfleisch. Schaut mal hier. Wunderbar, oder? Und da nehme ich mir jetzt eine und probiere sie für euch. Ich blende euch noch einen Serviervorschlag übrigens ein. Ihr könnt euch damit auch so ja, Pitabrote einfach belegen. Fladenbrote, Dönerbrote. Und euch einen klassischen Döner einfach bauen. Ja? Schaut her. Schauen wir mal rein, ob die saftig ist. Die ist mega. Moment, sind wir nicht halt. Da, ja? Ja, ich habe es ja schon probiert, ich weiß es ja. Hey! Boah! 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 Boah, ist die lecker! Schön fett! Ja! Genau richtig! Boah, ist die würzig, aber nicht salzig! Ja? Offenbar muss man bei den Gewürzmischungen ein bisschen mit dem Salzgehalt aufpassen, wenn man sie in so ein Wurstbrett mitverarbeiten möchte. Achtet da ein bisschen drauf. Aber die ist einfach perfekt. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Ich hoffe, ihr habt Lust auf Wursten bekommen. Ich verlinke euch die beiden Firmen nochmal vom Achterhof und hausschlachtebedarf.de unterhalb des Videos in der Infobox. Und da werdet ihr fündig. Ihr könnt auch noch andere Gewürzmischungen dann ausprobieren. Seid da ruhig kreativ, probiert was aus, kreiert neue Bratwürste. Das würde ich euch vorschlagen für die Grillsaison. Ja, und jetzt wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Ich blende noch was zum Abonnieren ein. Danke fürs Zuschauen. Eure Anja. Macht's gut. Super lecker.